Guten Flug nennt sich die heutige Folge, die wir hier heute spielen werden. Und zwar ist das möglicherweise das letzte Mal, dass wir I Am Fish spielen, denn das scheint tatsächlich eins der letzten Level zu sein. Und zwar mit dem Flugfisch hier am Flughafen. Wir müssen jetzt mit unserem Flugfisch durch diese Art Küche hier durchkommen. Wir sind zum Glück hier in diesem Wassercontainer noch gelandet und können jetzt tatsächlich den ersten Checkpoint erreichen. Und hier sehe ich schon eine Möglichkeit, wie wir weiterkommen können. Und zwar mit einem Helikopter, beziehungsweise da müssen wir irgendwie versuchen rauszuspringen und da ein wenig Flug mitzunehmen. Zack, da sind wir jetzt auch in einem anderen Aquarium gelandet, wo kein Fisch drin ist. Hatten wir also Glück. Ich schau mal kurz, ob hier hinten dran noch irgendwas ist, aber da scheint nichts zu sein. Ich versuch's mal einfach mal hier so zack rauszufliegen, ne? Und zu gucken, ob wir vielleicht da Richtung Fenster kommen. Oh, nein, ganz knapp. Okay, ich muss ganz ehrlich sagen, der Flugfisch hier, den finde ich schon sehr cool. Aber dem seine Steuerung ist manchmal sehr schwierig. Aber jetzt kommen wir gut durch, wenn man nur geradeaus drücken kann. So, und zack, sind wir hier im Glas drin. So, sieht ganz so aus, als ob wir vielleicht hier gleich runter müssen, ne? Ich hoffe mal, dass wir... Oh nein, Mist. Okay, das war nicht richtig. Wir müssen wahrscheinlich ein bisschen mehr aufpassen, ne? Hier vielleicht so über diesen Schreibtisch. Ja, das sieht gut aus. Okay, ich guck mal. Sollen wir hier vielleicht lieber so einen machen? Dann können wir hier auf den Stuhl. Und dann müssen wir von dem Stuhl hier runter. Auf den Teppich. So, okay. Lass mal hier lang. Wir sind jetzt unten. Und ich denke mal, diese eine Tür da hinten, ne, scheint tatsächlich möglicherweise der Ausgang zu sein, den wir heute nehmen müssen. Der könnte möglicherweise richtig sein. Wir haben hier den Flughafen erreicht, tatsächlich. Ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass wir wahrscheinlich hier an die Kante müssen, ne? Weil da nämlich diese doppelte Seilbahn ist. So. Und da hinten ist auch schon der nächste Checkpoint. Oh mein Gott, sieht das cool aus. Wir haben hier einen riesigen Airport, der wunderbar aussieht, mit solchen Springbrunnen. Und Wasser ist ja für uns ein sehr wichtiges, elementares Ding. Okay, so. Hier haben wir jetzt ein wenig von dieser Stange jetzt erreicht. So, jetzt sind wir drauf. Okay, wir kommen jetzt ganz langsam und sicher Richtung Checkpoint an. Diese Stangen werden immer enger am Ende. Nichtsdestotrotz bewegen wir uns in eine gute Richtung. Dann nochmal versuchen, hier rüber zu balancieren. Alter, einfach über diesem riesigen Flughafen. Jetzt wieder nach hinten, nach hinten, nach hinten. Abbremsen. Und jetzt nur noch vorwärts. So. Ach so, da seitlich. Guck mal, es geht jetzt hier seitlich lang. Das habe ich gar nicht gesehen, lol. Okay. Hui. Oh mein Gott, da vorne gehen die Stangen auseinander. Wir fallen jetzt wahrscheinlich in diesen einen Pool da rein. Yes. Jetzt sind wir das erste Mal in so einem Pool hier drin, ne? Gefällt mir sehr gut hier. Das heißt also, wir fliegen jetzt also zum nächsten Springbrunnen. Ich hole ganz, ganz viel Anschwung und Sprung. So, da heben wir ab. Wir nehmen noch ein bisschen hier den Parabelflug mit und machen hier einen ganz sauberen Flug ins nächste Becken. Ich würde mal sagen, hier müssen wir einen kleinen Slalom fliegen um diese Zebras herum. Versuchen wir mal unser Bestes. Zack, das sind die Banner der Zebras. Oh mein Gott. Und ab ins nächste Becken. Schönes Ding und landen. Okay, da ist uns schon langsam der Sauerstoff ausgegangen. Jetzt haben wir hier nochmal zwei Banner. Einmal jemand, der Ski fährt und einmal ein Haijäger, beziehungsweise einfach nur ein ganz normaler Hai. Es ist nicht unbedingt ein Jäger. So, und jetzt müssen wir hier einfach genau dasselbe tun wie gerade eben auch. Ein wenig hochziehen und ins nächste Becken. Das hätten wir auch schon geschafft. Und da hinten, da wo der Mann gerade mit seinem Besen ein wenig Action macht, müssen wir den nächsten Anflug ansteuern. Das heißt, wir fliegen! Jetzt diesmal müssen wir einfach nur direkt in den Eimer reintreffen, ne? Ist gar nicht mal so einfach. Whoop. Yes! Huh, was für ein guter Anflug. Schönes Ding. Und wir bewegen uns ganz langsam weg. Er wird uns bestimmt nicht verlieren oder vermissen. Jetzt sind wir am Flughafen angekommen. Hier sind die ganzen Terminals, beziehungsweise diese Ticketmaschinen. Oh Gott. Ich habe ganz vergessen, die können uns ja umtreten, gell? Ach, guck mal, da hinten ist sogar schon der Checkpoint. Zum Glück sind wir an den ganzen Mengen vorbei, weil ich weiß noch, als wir in der Disco waren, da haben die uns immer umgetreten gehabt und dann wurde immer dieser Becher, in dem wir eigentlich als Fisch drin sind, ja, der wurde dann immer meistens umgetreten. War nicht so cool. Aber dafür können wir jetzt lieber eine Runde Rolltreppe fahren. Oh mein Gott, einfach Rolltreppe fahren als Fisch, das ist schon cool. Oh mein Gott, einfach als Fisch in einem wunderbaren, coolen Flughafen. Ich mag dieses Spiel. Dieses Spiel wurde echt liebevoll gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Deswegen, ich möchte auch nochmal sagen, dass ich sehr stolz bin auf die Spielemacher. Oh nein, der hat sein Passwort verloren. Ich glaube, es kommt oft vor, dass Leute ihre Pässe verlieren. Deswegen, Leute, falls ihr mal am Flughafen seid, vergesst auf gar keinen Fall, euren Pass mitzunehmen, okay? Das ist das Wichtigste. Bin mir jetzt gerade nicht sicher, aber wir sind schon wieder als ein Fisch in einem Lüftungsschacht gelandet, der zerbrochen ist. Oh mein Gott, nein, 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 nein.
Oh mein Gott. Entschuldigen Sie bitte? Bin ich denn hier reingefallen? Ich bin einfach falsch gelandet. Dann bin ich auf der Seite gelandet und gestorben. Egal. So, jetzt hier stürzt das Ding ab. Und wir müssen einfach nur nach vorne fallen. Alles in Ordnung. Alles entspannt. Oh Gott, jetzt sind wir hier im unteren Bereich der Koffer gelandet. Und da unten ist auch schon der Checkpoint. Deswegen, ich springe raus und fliege. Oh mein Gott. Nein, bitte nicht. Oh nö. Nächster Checkpoint. Okay, wir sind doch drin. Juhu. War eine ganz komische Passage. Aber wir sind jetzt da. Wir stellen uns vor, es hat funktioniert. Wir können wahrscheinlich in so einem Koffer mitfliegen, der so offen ist, wo es so reinregnet. Weil jetzt nämlich gerade ist nämlich die Regenzeit hier drin angegangen. Und guck mal. Ah ja, jetzt haben wir nämlich Wasser hier in diesem Koffer drin. Und können uns dadurch, dass die Sprenkleranlage hier angegangen ist, können wir uns jetzt fortbewegen. Auf diesem Fortbewegungsstreifen hier. Aber wir müssen auch rechtzeitig wieder rausfliegen, glaube ich mal, um auch den nächsten Sprung hier wieder zu nehmen. Ich hoffe nur mal, dass da irgendwas ist, was wir nehmen könnten. Oh mein Gott, da ist nichts. Oh Mann. Was muss ich denn? Ich glaube, ich bleib drin. Ich bleib drin, ich springe nicht mehr raus. Ich weiß nicht warum, aber ich habe gedacht, ich muss dann auf das nächste Förderband. Ich habe das nicht ganz gecheckt. Ey, warte mal. Wenn wir in einem Koffer drin sind, in einer Ausgabe, bedeutet das jetzt gleich, dass wir von unserem Besitzer, dem dieser Koffer gehört, gleich abgeholt werden? Könnte ich mir auch vorstellen, bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Wir haben jetzt hier einfach den Checkpoint. Dann können wir hier eigentlich gleich rausspringen. So, und dann können wir hier kurz die Flügel aktivieren. Oh nein, gegen den Stuhl geflogen. Wir fliegen raus. Flug! Nein, gegen die Scheibe geflogen. Okay, jetzt sind wir am Start. Und Kurve. Was? Nein! Oh Gott, ich musste das Glas da reinfliegen. Das ist challenging. Oh mein Gott, Salto? Einfach ein Salto, der hat ein Salto gemacht. So. Yeah! Okay, wir müssen gepolstert wieder landen, Leute. Ihr kennt den ganzen Fisch. So, einmal hier rein. Dann an der Lehne von diesem Stuhl wieder raus. Und dann sind wir erstmal unten auf dem Boden. Schon mal sehr gut. Okay, wir versuchen mal unser Bestes, hier durchzukommen. Und wir gucken mal, dass wir einfach nur den nächsten Checkpoint erreichen. Ne? Und hier haben wir ihn auch schon. Ich denke auch, dass es möglicherweise von Vorteil ist, hier einfach mal an so ein Förderband mitzugehen. Es gibt nämlich extra diese Polsterung hier, die anscheinend diese Kartons so oder so mitziehen. So, also in diesem Level kann man auch ganz gemütlich spielen, ne? Gutes Leben, entspannt. Guck mal, ohne Hände. Ich spiele das Spiel ohne Hände. Nicht übel, finde ich nicht schlecht. Aber ich glaube, jetzt kommen wir wahrscheinlich weiter. Und da ist tatsächlich ein Checkpoint. Das heißt, wir können also hier einfach gleich mitfahren. Hier den Checkpoint mitnehmen. Und jetzt müssen wir gucken, wie wir wieder runterkommen, ohne kaputt zu gehen. Aber uns versperrt so oder so ein Koffer die ganze Sicht. So. Guck mal, jetzt sind wir genau da, wo wir eigentlich gerade eben waren. Warte mal, kann ich hier überhaupt mit hochkommen? Nein! Koffer! Muss hier wieder von so einem Ding wieder mitgenommen werden. Oh Mann, auf so einem Förderband zu sein als Kugel ist voll blöd. Ich will ein Koffer sein. Sowas habe ich noch nie gesagt, aber ich will es heute sein. So, einmal bitte kurz zur Seite. Dankeschön, noch einen kleinen Sprung und noch einen. Juhu, so! Jetzt sind wir hier. Wahrscheinlich müssen wir gleich da einen Koffer mitnehmen. Wird wahrscheinlich wieder ein offener sein, und zwar der da. Ich krieg den. Und yes! Okay, nicht übel. Ist in Ordnung. Nehmen wir. Wir gehen weiter durch das nächste Förderband. Alter, was ist das für ein riesiges Förderungssystem, was die hier haben? Wir müssen, glaube ich, fliegen. Da hinten ist er. Da hinten ist ein Checkpoint. Es gilt nur, den Checkpoint zu erreichen. Sobald ich weit genug vorne bin, springe ich los. 3, 2, 1. Okay. So, da ist der Checkpoint und da fliegen wir jetzt auch hin. Nein! Nein! Nächster Checkpoint. Ja! Ich hab's doch geschafft. Okay. Wir haben das Ding hier zum Glück jetzt erreicht. Ich glaube, wir müssen wieder auf so ein Förderband drauf. So. Und dann sind wir auf so einem Ding hier. Aber wo ist... Gibt's hier eine Lampe, die grün leuchtet? Ich bin mir nicht sicher, wenn wir da jetzt reingehen. Was passiert denn dann? Das ist, glaube ich, auch nicht richtig, wenn wir da lang fahren. Aber wo lang müssen wir denn? Da! Da ist das Förderband, was grün ist. Okay, relax. Oh mein Gott. Eigentlich könnte ich es auch so schaffen, indem ich da einfach nur reinfliege. Und zwar so! Yeah! Also man kann einfach so hierher fliegen. Ne? Ist aber gar nicht so leicht, weil man muss da wirklich einen guten Absprung schaffen. Ne? Und dann fährt man als einzige Linie dort lang, wo die grüne Lampe ist. Und ich hoffe, es ist der Ausgang. Dieses Level ist ja ultra. Das ist ja krass, Mann. Okay, jetzt sind wir im Koffer, im Kofferlager. Und wir bewegen einfach den Koffer. Wir sind auf einem guten Weg. So. Gut, gut, gut. Müssen wir hier aus dem Koffer wieder rausspringen, einen Flug starten und in den nächsten... Warte mal, fliegen wir gerade in einem Flugzeug mit? In der Gepäckstation sind wir gerade unterwegs.
So, was ist denn hier überhaupt? Oh Gott. So, und jetzt hier da rein. So, und da ist nochmal so ein Knopf. Lass mich raus! Oh, leider den Knopf nicht getroffen. Okay, kann ich diesen Koffer hier bewegen? Ja, kann ich. Und ich werde es tun. Und dann stelle ich mich direkt vor dieses Ding hier. Perfekt. Und drücke einfach den Knopf. Ah! Oh mein Gott, wir müssen einfach Fallschirm springen. Yeah, baby! Let's go! Oh mein Gott. Zusammen mit dem Koffer oder nur einfach so? Nee, wir fliegen raus, Mann. Oh mein Gott. Alter, das Flugzeug fliegt einfach weg und wir auch. Aber wohin fliegen wir denn? Hä? Wohin muss ich denn abspringen? Du bist gestorben. Was? Das wollte ich gar nicht. Mann. Wahrscheinlich doch komplizierter, als ich gedacht habe. So, jetzt ist es wieder offen. So, und wo muss ich denn da jetzt abspringen? Muss ja warten, bis der Teich kommt. Wir fliegen noch. Wir fliegen noch. Okay. Oh mein Gott, ich fliege in den See. Ich fliege aus dem Flugzeug in den See hinein. Ich hab's geschafft. Oh mein Gott, aus dem Flugzeug in den See hineingesprungen. Ich weiß gar nicht, ob das richtig war, aber es hat sich richtig angefühlt. Fortsetzen. Oh, wieder vereint. Wieder vereint. Oh mein Gott. Wir haben's geschafft. Oh. Halleluja. Was für ein langes Wiedersehen. Meine Güte. Ich habe es geschafft. Was machen die jetzt? Jetzt, wo ich die befreit habe, was macht man da so als Fisch? Chillt man da mit anderen Fischen? Die machen eine Fischparty. Fisch, Fisch, Fisch. Oh mein Gott, was passiert? Oh nein. Vergiss es. Nein. Finale? Oh mein Gott, es gibt einfach noch ein Finale. Oh mein Gott. Leute, das Finale gibt es dann wahrscheinlich in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, gebt einen Daumen nach oben. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein, Leute. Und ciao.